Hallo, hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für August 2022. Und diese Legung ist für alle, die unter den Sternzeichen Schütze geboren sind. Meine liebe Schützen, ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, dass diese Legung wird auf euch zutreffen. Vielleicht wird nur teilweise zu euch passen oder gar nicht. Das kann natürlich auch möglich sein. Aber wir hoffen, dass diese Legung wird mit euch resonieren und vielleicht wird ihr hier etwas finden, was euch behilflich sein wird. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht auch irgendwann in der Zukunft. Die Karten sind gemischt. Wir fangen an und die erste Karte, das ist eure Thema im August. Sechste Scheiben, sehr schöne Karte. Das, was hilft oder im Weg steht, vier der Kelche. Euer Bewusstsein, zwei der Kelche, euer Unterbewusstsein, Ass der Kelche, wow, die Liebe. Das, was war, neun der Stäbe, das, was kommt, die Liebenden. Oh, ich sehe, die Liebe wird diesen Monat groß geschrieben. Eure Energie, die Welt, wow, schön. Äußere Energie, die Gerechtigkeit. Das, was war. Nicht das, was war. Entschuldigung. Eure Hoffnungen oder Ängste. Das, was war, das ist die Karte. Und die Zukunft für die nächsten paar Wochen. Drei der Scheiben. Sehr schöne Karten habt ihr. Sehr schöne Karten. Wirklich. Also die Liebe, die Liebe, die Gerechtigkeit hier wird eine Rolle spielen. Ja, äußere Einflüsse, das sind die Menschen, die man um sich hat. Vielleicht hier versteckt sich der Partner unter dieser Karte oder der zukünftige Partner. Und diese Gerechtigkeit sehen wir auch in eurem Thema, sechste Scheiben. Wir sehen auf dieser Karte, wie die beiden Damen sich austauschen. Gerecht, ja, die Kaffeekanne oder Teekanne füllt die Tassen, aber gerecht, ja, das ist dann nicht mehr oder nicht weniger, also jede von diesen Damen kriegt die gleiche Menge. Also hier geht um diese gerechte Austausch mit Menschen, geben und nehmen, ja, das ist ja zu unterstützen, aber auch dieser Austausch, dass man sich auch ergänzt, was die eine Person mehr kann. Dann kann der andere vielleicht weniger, aber diese andere Person kann etwas anderes machen. Und so läuft es im Leben. Und das ist eigentlich so eine sehr wichtige Sache, dass man mit den anderen Menschen diese positive, aber auch diese gerechte Austausch bekommen kann oder einfach dieser gerechte Austausch hier stattfinden kann. Hier haben wir vier der Kelche. Hier sehen wir, dass jemand trauert. Jemand ist traurig. Ich würde die Karte auch so sehen, dass man eigentlich alles bekommen hat. Man hat die Gefühle, man hat auch vielleicht diese Gerechtigkeit. Vielleicht das Leben ist erfüllt, ist alles da, ist alles viel von allem, ja. Aber man ist nicht glücklich. Aus irgendwelchem Grund. Und wir gucken gleich, was ich hier verstecken kann. Wir schauen, ob die Karten uns noch etwas sagen. Die Liebe, da haben wir nochmal Ass der Kelche. Also wunderschön, wunderschön. Gut, wir gucken weiter. Die Kraft, neue Möglichkeiten, Ausgewogenheit, Ausgewogenheit und neun der Kelche. Also hier geht um Glück, um Partnerschaft, um Liebe, um Austausch. Ja, man möchte mit dem Partner diese positive Austausch haben. Also ich sehe hier momentan, dass dieser positive Austausch vielleicht nicht stattfindet. Deswegen seid ihr hier nicht so ganz glücklich. Diese Karte zeigt, dass die Gefühle werden nicht so bis zum Schluss
aufgefüllt oder überfüllt, ja, aus irgendwelchem Grund ist man hier traurig, weil die Gerechtigkeit, diese Geben und Nehmen in einer Partnerschaft, was die Liebe angeht, hier läuft nicht nach euren Kopf, würde ich das sagen, nach eurem Gefühl, vielleicht besser gesagt, ja. Man wünscht sich vielleicht anders. Ich sage nicht mehr, aber vielleicht anders, dass das anders alles läuft. Und man hat die Kraft, man wünscht sich auch die Kraft, das alles zu verändern, dass man wirklich glücklich sein kann, dass man einen Grund zur Freude haben möchte, haben kann. Ich denke, ihr werdet sich anstrengen, in diesem Monat, was die Liebe angeht, in jeder Hinsicht alles tun, dass man glücklich wird. Ja, mit dem Austausch mit dem Partner, mit der Arbeit vielleicht mit dem Partner, weil hier haben wir so eine richtige Arbeitskarte, ja, und die Liebenden. Also hier sehen wir auch schon diese ja, arbeiten, dass man vorwärts kommt. Wir haben aber in Vergangenheit diese neunte Stäbe. Hier sehen wir, dass man auch Vergangenheit verletzt wurde. Man hat etwas erlebt. Diese Wunden sind geheilt, aber man hat eine gewisse Gepäck mit sich, trägt man mit sich diese Erfahrungen, ja, und man möchte das hier nicht wiederholen. Das, was hier in Vergangenheit war, dass man verletzt war, ja. Man möchte, dass hier das richtig wächst. Man hat die Erfahrungen gemacht, man ist daraus schlauer geworden und man möchte jetzt richtig investieren. Euer Bewusstsein, zwei der Kelche, diese ausgewogene, diese gerechte Liebe, das Geben und Nehmen, diese Partner auf die Augenhöhe, das sind eure Gedanken. So möchte man die Liebe sehen, erleben. Man möchte einen gerechten Austausch mit dieser Person, mit dem Partner. Und hier haben wir im Bewusstsein auch Ass der Kelche und hier haben wir auch Ass der Kelche. Neue Begegnung, neue Partnerschaft. Es kann sein, dass manche von euch haben schon einen Partner, dann wird man sich neu entdecken. Diese Partnerschaft wird wieder blühen. Ja, man wünscht sich hier das ist in eurem Unterbewusstsein, das trägt man in dem Herz, König, Ritter der Münzen, ja, Ritter der Münzen, fünfter Stäbe, das ist irgendwelche Konflikt, aber wir gucken noch, und der Wagen, und der Wagen. Ja, also wir sehen hier, dass man hat etwas erlebt, das habe ich hier erzählt. Ja, in Vergangenheit, diese neunte Stäbe hat das gezeigt, diese Verletzungen. Diese Verletzungen sind auch geheilt, aber trotzdem, das ist nicht vergessen. Und hier sind wir im Bewusstsein, man hat Unterbewusstsein. Man hat in Unterbewusstsein vielleicht auch diese Einstellung, ich werde kämpfen, ich werde kämpfen, ich möchte gut dastehen im Leben. Nicht nur was die Liebe angeht, ich möchte mich anstrengen, ja, für den Partner, für mich, dass man hier investieren kann, weil der Ritter der Münzen, das ist jemand, der investiert hat und jetzt hat was Greifbares in der Hand. Jetzt kann der glänzen, jetzt kann der sich zeigen mit dem, was er hat. Und diese Konflikte hier, das kann, ja, diese Karte zeigt Konflikte mit anderen Menschen. Man kann das auch so sehen, dass man wird sich streben, irgendwelche Konflikte zu vermeiden oder zu lösen. Man wird alles in diese Richtung kommen, dass eine positive Bewegung kommt, positive Richtung kommt, weil hier haben wir den Wagen, dass da Dynamik kommt in den Ganzen, was die Liebe angeht, was die Partnerschaft angeht. Man möchte investieren in diese Partnerschaft, in diese neue Begegnung, mit dieser neuen Liebe, die vielleicht kommt bei euch.
diesen Monat? Oder habt ihr schon jemanden in Sicht? Oder wie gesagt, ist das noch der alte Partner und man wird sich neu erleben? Ja, wird man investieren wollen, neu, man möchte mehr Dynamik in dieser Partnerschaft. Eure Energie, die Welt, eine super tolle Karte. Diese Karte zeigt, dass eine Phase im Leben zu Ende geht. Dann öffnet sich eine neue Phase. Diese Karte schließt die große Arkana. Und das ist eine Karte, die zeigt sehr viel Bewegung im Leben. Und hier haben wir auch diese Bewegung, was der Wagen hier auch zeigt. Bewegung, auch vielleicht Reisen, Ort wechseln, vielleicht neue Menschen kommen von außen zu euch. Vielleicht, ja, der neue Partner kann auch sein, weil der erste Kelcher, das sind die positiven Menschen. Das sind Menschen, die uns bereichern, der positive Einfluss auf uns haben. Und die Welt, das ist eure Energie. Man ist offen wie alles Neue, was euch das Leben schenken wird. Ja, man ist offen, man wird nur auswählen, was passt zu mir, was passt nicht. Mit Gerechtigkeit, mit Gerechtigkeit. Und hier haben wir in äußeren Einflüssen diese Gerechtigkeit. Ja, da ist jemand, der vielleicht ja euch diese Einstellung auch bringt. Ja, vielleicht möchte jemand auch etwas klären mit euch, was bis jetzt nicht geklärt war. Der Mensch ist aber hier sehr positiv eingestellt. Für ihn ist diese Ausgewogenheit in eure Partnerschaft, in eure hier, Bekanntschaft auch sehr, sehr wichtig. Ja, in jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht. Ich gucke mal. Königin der Münzen, meine Güte, was für Karten sind das, wie toll. Nochmal die Gerechtigkeit, boah. Und die Hohepriesterin. Nein, der Hohepriester. Entschuldigung, der Hohepriester. Der Hohepriester, meine Güte, ich sag euch was. Das sind starke Karten. Also dieser Mensch, die hier sich zeigt oder vielleicht schon in eurem Leben ist, ja, diese äußeren Einflüsse hier. Mensch, das ist ein Mensch, der gut im Leben dasteht, was die Finanzen angeht, was die Absicherung angeht. Ja? Das ist ein jemand Starkes, der hat was Festes in der Hand. Für diesen Mensch ist wichtig auch die Gerechtigkeit. Hier haben wir und der Hohepriester. Da ist jemand, der bringt mit sich Reife, der bringt mit sich Schlauheit, Wissen, Klugheit. Ja? Weil der Hohepriester, das ist jemand, der hat schon im Leben viel erlebt, der weiß ganz genau, wie die Dinge im Leben laufen, wie die sich entwickeln werden, ja, weil er hat einfach eine riesige Lebenserfahrung. Das ist jemand, der im Leben sehr fest auf eigene Beine steht. Und dieser Mensch zeigt euch auch den Weg in diese Ausgewogenheit, in diese Gerechtigkeit. Vielleicht ist es jemand, der auch mit rechtlichen Dingen etwas zu tun hat. Vielleicht wird ihr etwas mit rechtlichen Dingen zu tun haben. Vielleicht wird dadurch euch die Finanzen werden sich verbessern. Könnte auch sein. Könnte auch sein. Vielleicht eine Erbe. Könnte auch sein. Aber hier, dieser Mensch könnte auch eure Partner sein. Ja? Ich kann das verbinden, diese äußere Einflüsse natürlich mit dieser Liebe, die hier sich gezeigt hat. Aber das kann auch total was anderes sein. Und aber dieser Mensch ist verbunden mit euch. Und diese Energie von dieser Person, vielleicht sind das auch sogar mehrere Personen, fließt positiv auf eure Leben. Ja? Endlich wird es mit richtigen Dingen laufen in eure Leben. Hier, siebente Kelcher zeigt die Ängste. Man hat Angst von Enttäuschung. Vielleicht ist es auch eine Investition hier, weil das sind die neuen Begegnungen oder die neue Begegnung. Hier haben wir zweimal die erste Kelcher. Und man hat Angst. Man hat Angst, dass man sich täuschen, enttäuscht. Ja, na gut, man hat ja auch was erlebt. In der Vergangenheit sehen wir diese neunte Stäbe, die sieht man so ganz genau auf die Karte, die hat so geheilte Narben.
auf ihre Körper, auf ihre Bluse. Und man sieht, das ist schon Vergangenheit, das hat sich schon, diese Narben sind geheilt trotzdem, das ist nicht vergessen. Und man hat hier Angst, ja, man hat einfach Angst, dass da aus dieser, Liebe, Leidenschaft ist auch, ja, die Liebenden, dass da vielleicht etwas nicht nach eurem Wunsch laufen wird. Diese Angst ist da. Jetzt gucken wir die beiden Karten, die Liebenden und die Kreidescheiben. Ja, das ist so eine gute Mischung, weil die Liebenden, ja, das ist so eine typische Karte für Verliebte, aber für so reifere Liebe schon, ja, nicht nur Verliebtheit. Nur so eine leichte Verliebtheit, dann wird vielleicht der Page oder der Kelch hier liegen. Hier geht es schon um eine reifere Partnerschaft. Und auch Leidenschaft, sehr viel Leidenschaft, weil hier geht es um die Liebenden, ja. Und die Kreidescheiben, man arbeitet miteinander, man möchte ein Team sein, ein Team, der gut zusammenpasst und zusammenarbeitet auf dem Weg, dass man glücklich zusammen wird, ja. Also sehr, sehr schöne Karten. Jetzt gucken wir noch. Sieben der Schwerter, meine Güte, was will die Karte jetzt hier? Ja, sieben der Schwerter, das sind die Lügen, das sind die Lügen. Man hat Angst, ja, man hat Angst, dass da jemand lügt hier. Man hat Angst, dass dieser Mensch euch belügen wird. Ja, da ist sehr viel Feuer, sehr viel Engagement, Aste, Stäbe ist da und der Rat des Schicksals. Meine Güte, was sind das für Karten? Also ihr habt Karten, starke Karten. Ich denke, dass dieser Monat bei euch wird wirklich sehr beweglich sein. Da werden sie Sachen klären. Man wird diese Leidenschaft erleben. Eine Leidenschaft, viele Gefühle, viel Feuer. Das Rad Schicksals, der wird sich für euch drehen, der wird sich drehen, schnell drehen, finde ich das so, ich sehe das so. In dem Ganzen wird ihr einfach Angst haben, das wird für euch vielleicht zu schnell, das Ganze, das Positive, weil wir sehen wir sehr positive, ja, Sachen. Aber man hat Angst, hier haben wir aber die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit im positiven Austausch. Ihr werdet aufpassen, ich denke, diesen Monat auf das, was hier sich bewegt, das in gerechten Dingen laufen wird. Hier diese äußeren Einflüsse, diese Person wird hier aufpassen. Ja? Ich kann auch vermuten, das ist nicht eure Partner, also dieser Mensch, der hier eine große Rolle spielt, was die Gefühle angeht. Aber dieser Mensch wird eine Rolle spielen, dass ihr nicht ausgenutzt werdet. Irgendwie, für mich ist das so, dass mit diesem Mensch, ja, das ist so wie Aufpasser für euch, ja. Jemand, der vielleicht euch zeigt, wie man sich verhalten soll, wie man machen soll, dass man hier gut vorwärts kommt, weil ihr habt Angst, Angst von Enttäuschung, Angst von ausgenutzt zu werden, von Lügen, von Intrigen, von, ja, einfach, dass man beklaut wird, kann man so sagen, ja. Vielleicht geht um so eine richtige Beklauen, aber auch um diese innerliche, seelische Beklauen von euren Gefühlen. Ja, weil hier ist sehr viel Feuer, da muss man aufpassen, dass man sich die Finger in dem Ganzen nicht verbrennt, ja. Und wenn man in so eine Situation steckt, wo so viel, plötzlich so viel Feuer gibt, viel Dynamik, da darf man den Kopf nicht verlieren, da darf man nicht einfach so auf das große Wasser sich stürzen und ohne Absicherung, ja. Und man wird hier ein bisschen aufpassen, ja. Bisschen aufpassen. Ja, ich sehe hier Risiko. Man möchte hier Risiko eingehen. Man möchte hier ja, die sich öffnen auf was Neues. Ja, mit dem Mensch, mit dieser Person hier. Da wird, was die Liebe angeht, bei euch
Mindestens bei manchen von euch wird hier sehr prickelnd sein, sehr, sehr leidenschaftlich mit sehr viel Bewegung. Mit sehr viel Bewegung. Aber wie gesagt, ihr werdet Angst haben, ihr werdet Angst haben. Man möchte sich nicht verbrennen, man möchte nicht verletzt sein. Das Rateschicksal dreht sich für euch, aber ich sehe das so, ja, da muss man selbst schauen, ob man dem Rat des Schicksals diese Chance gibt. Diese Chance gibt, es liegt in euren Händen. Ja, dass man hier gut reagiert, ja, dass man irgendwie diese Enttäuschungen, die man hier hat und die Ängste hat, dass man prüft, bevor man dann in diese tiefe Wasser sich stürzt. Ja, also das Prüfen wird hier auf jeden Fall angesagt, beginnt diese siebente Schwerter. Diese Mensch prüfen, ob das alles sauber ist, weil für euch diese Gerechtigkeit in diesem Monat wird sehr, sehr, sehr wichtig. So sehe ich das in jeder Hinsicht, ob das finanzielle Hinsicht ist oder die Liebe. Ja, die Liebe. Hier ist natürlich mehr Liebe als finanzielle, aber trotzdem, man wird aufpassen, dass man nicht ausgenutzt wird, ja, weil, ja, dass die Liebe und die Finanzen, das geht immer nebeneinander, es ist immer so, ja, und ja, also ich muss sagen, das ist spannend, sehr spannend, weil ihr habt wirklich sehr viele von diesen schönen Liebeskarten und man möchte mit gerechten Dingen an diese Sachen dran gehen. Meine Lieben, ich hoffe, dass dieser schöne Augustmonat wird für euch sehr viel Leidenschaft und sehr schöne, tolle Nächte auch geben, ja, dass man die nie vergisst, ja, dass man wirklich das Leben genießen wird. Und ich hoffe, dass, ja, dass dieser Partner, der hier sich zeigt oder jetzt schon in eurem Leben ist, wird auch länger bleiben, nicht nur vorübergehen. Dass diese Sorgen, die hier man sieht, nicht wahr werden und dass die unbegründet sind. Also meine Lieben, ich wünsche euch einen guten Monat mit viel Liebe, passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.